den Seen, Bächen und Meeren dieser Welt leben seit jeher Wassergeister, die fast so aussehen wie die Menschen und sich doch nur selten von ihnen blicken lassen. Sie leben tief unter dem Wasserspiegel in Schlössern aus Kristall. Bäume aus Korallen ragen dort in die Höhe und der Boden ist von weichem Meeressand bedeckt. Genau da kam Undine her, von der wir hier erzählen. Sie war wunderschön, viel schöner als ein Mensch je sein könnte. Nun, die Wassergeister sehen sich auch als eine Art Menschen und doch unterscheiden sie sich von ihnen. Menschen bleiben immer in ihren Körpern, aber auch wenn sie an Land war, konnte Undine jederzeit ihren Körper verlassen und sich in ihr Element, das Wasser, verwandeln und von einem Augenblick zum nächsten verschwinden, sodass nur eine Welle zurückblieb. Und als Wassergeist hatte sie auch keine Seele. Das Element bewegte sie und gehorchte ihr meist auch. Im Wasser also war Undine ganz sie selbst, war lustig, ohne auch nur einen Tag traurig zu sein. Aber ihr Vater, ein mächtiger Wasserfürst im Mittelmeer, wünschte sich für seine einzige Tochter eine Seele, wie sie ein Wassergeist nur durch die innige Liebe mit einem Menschen gewinnen kann. Und so kam es, dass er sie fortschickte. Undine verließ die Wasserwelt und kam zu einem armen Fischer und seiner Frau.